Also, meine lieben Leute, wir sind am Start mit einem weiteren One Piece Video. Es ist einige Zeit her. Wir haben das letzte Mal über den Kuma Flashback gesprochen. Da habe ich, glaube ich, irgendwie 8 Kapitel am Stück gelesen oder so. Ich mache das heute hier in der Talk-Variante, nicht im separaten Stream, wo ich alles aufhole. Ich habe das ja alles schon über die letzten Wochen aufgeholt. Muss aber sagen, ich hatte jetzt nie so den Drang, heftig etwas zu diesen Kapiteln zu sagen, weil ich das Gefühl hatte, ich wollte erstmal warten auf die Enthüllung, die jetzt mit dem aktuellsten Kapitel gedroppt wurde, also die Nachricht von Vegapunk, die er an die Welt eben weitergibt, so mäßig. Weiß ich jetzt noch gar nicht, ob er sterben wird oder nicht, aber das ist ja zumindest das aktuelle Standing, dass er da das alles weitergibt an Informationen. Es hat jetzt auch ein paar Kapitel auf sich warten lassen und dementsprechend wollte ich da auf jeden Fall warten, bis ich was dazu sage. Ich sag euch an der Stelle, ganz ehrlich, Kämpfe in One Piece im Manga interessieren mich nicht großartig. Dafür schaue ich den Anime oder die krass animierten Fights dann im Anime an, weil das meiner Meinung nach da nochmal viel besser rüberkommt, auch wenn ich den One Piece Anime nicht mag. Kämpfe im Manga interessieren mich nicht so sehr, man hält sich ein bisschen zu sehr an denen auf. Ich finde, da passiert nicht wirklich viel. Ich lese One Piece aus anderen Gründen. Mich interessiert die Story, mich interessieren die Enthüllungen, die Reveals. Und deswegen würde ich auch sagen, dass Egghead einer der interessantesten Arcs ist, die wir bisher hatten, weil alles so ein bisschen zum Punkt kommt, weil alles so ein bisschen zu einem Ergebnis kommt. Wir gehen Richtung Endspurt, Richtung Endstation und alle Punkte treffen aufeinander. Das ist etwas, was ich sehr mag und das wurde ja nicht nur durch den Kuma-Flashback näher getragen. Wir haben die Enthüllung zu Teufelsfrüchten bekommen, wir haben jetzt die Grosse endlich mal bekommen. Zu denen komme ich gleich nochmal separat. Die feiere ich ehrlich gesagt nicht so sehr. Wir haben sehr, sehr viel Enthüllung, was diesen Arc betrifft und rein nur aus der Schiene mag ich Egghead schon mal wesentlich mehr als Wano. Ich finde, Wano hatte im Mittelpart richtig viele Momente, wo es langweilig war, wo es sich einfach rausgezögert hat, wo es sich langatmig angefühlt hat, so Durststrecken einfach. Egghead hat vielleicht auch mal vereinzelt ein paar Kapitel, die mich nicht interessieren, wo ich sage, ah ja, schaue ich in 2-3 Wochen wieder rein in One Piece. Aber overall würde ich sagen, Egghead schon stabiler Arc, vielleicht mein Favorite Arc, wenn es denn weiter in diese informative Richtung hier geht. Also, mit dem neuesten Kapitel haben wir die Meldung von Vegapunk bekommen, dass die One Piece Welt untergehen wird, beziehungsweise im Ozean versinken wird, weil der Meeresspiegel irgendwie ansteigt oder so etwas, wird wahrscheinlich in den nächsten Kapiteln noch weiter erklärt werden. Das ist die Enthüllung, hat jetzt auch wieder ein paar Chapter auf sich warten lassen, deswegen wollte ich ja auch mit dem Video warten, weil ich manchmal auch den Eindruck habe, dass One Piece Fans etwas in Chapter rein interpretieren, was dann am Ende des Tages gar nicht passiert, so mäßig. Da frage ich mich manchmal, ob wir die gleichen Chapter oder den gleichen Manga hier lesen. Ich sag ganz ehrlich, die Enthüllung oder den storytechnischen Aspekt finde ich sehr interessant. Das ist auf jeden Fall etwas, was einen interessieren könnte, auch mit diesem verlorenen Jahrhundert oder mit diesem Giganten, der da rumgelegen hat und jetzt sich auch auf den Weg zu dem Schlachtfeld hinbegeben wird, so. Der wird ja auch irgendwie etwas mit Joy Boy oder mit Ruffy, mit G5, mit Nika irgendwie was zu tun haben. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall noch viel zu bekommen. Es ist generell sehr erstaunlich, wie lang Egghead schon geht. Ich weiß gar nicht, wie viele Chapter das mittlerweile sind. Ich glaube, so um die 50 oder so. Hätte ich aber im Leben nicht mit gerechnet. Also am Anfang, als Egghead hier wirklich angefangen hat, habe ich gedacht, das Ding wird ein 20-Chapter-Arc. Im Endeffekt ist es jetzt über doppelt so lang, so mäßig. Man hält sich natürlich nicht nur auf der Insel auf, sondern auch auf anderen Punkten oder an anderen Stellen. Flashback-wise oder was andere Charaktere betrifft, ob jetzt Corby und Garb, ob Law, ob Shanks und Kid, ist ja völlig egal, ob Blackbeard, so. Wir sehen auf jeden Fall viele, viele andere Perspektiven, die natürlich auch diesen Egghead-Arc umgeben, was ich dann dementsprechend interessant finde, dass wir storytechnisch halt mehr in der Welt sehen, so. Was ich halt sage, es ist eben dieser Aspekt, dass viele Punkte aufeinandertreffen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass hier ist so Sabaody-Archipel als neue Weltvariante.
Finde ich sehr geil. Und dann halt zusätzlich noch mit den ganzen anderen Sachen, mit Teufelsfrüchte hier und Vegapunk dort und verlorenes Jahrhundert und alte Geschichte dort und so weiter und so weiter. Also sehr, sehr krass. Kommen wir zu einer Sache, die ich nicht so krass finde, und das sind tatsächlich die Gorosei. Saturn ist mir schon heftig auf die Eier gegangen, verständlich durch den Kuma-Flashback. Ich muss aber sagen, die anderen vier sind nicht wirklich besonders. Auch Saturn ist nicht wirklich besonders. Außer, dass sie böse sind, weil sie böse sind. Ich habe nicht den Eindruck, dass diese Charaktere heftig eine Wirkung erzielen werden in One Piece. Dass sie auch nicht so krass ernst zu nehmen sind. Ich finde auch ihre Transformationen nicht sonderlich heftig, aber das ist ja am Ende des Tages Geschmackssache. Ich nehme die fünf Weisen nicht ernster, als ich Kaido genommen habe. Sag ich euch ganz ehrlich. Ich finde die Transformation ziemlich wack. Wie aus dem Zirkus. Es ist ein bisschen das Äquivalent zu Gear 5, weil auch diese Formen scheinbar nicht verletzt werden können oder sich immer wieder regenerieren können. Ruffy hat hier auf der anderen Seite ein bisschen die Toon Force, was ja auch etwas die Ernsthaftigkeit aus den Kämpfen rausnimmt. Ich feiere zwar Gear 5 und ich finde Ruffy mit Gear 5 auch übergeil und mag das. Es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam und erfüllt seinen Zweck. Aber es nimmt schon die gewisse Ernsthaftigkeit aus den Kämpfen raus. Oder würdet ihr das nicht sagen? Ich finde, mit dem gewissen Toon Force-Stempel, den Gear 5 und den Ruffy oder One Piece bekommen, nimmt man ein bisschen da Gewicht raus. Ich finde, Ernsthaftigkeit wird da nicht mehr so heftig gegeben, weil sobald Ruffy in Gear 5 reingeht, nimmt er die Kämpfe selber nicht mehr richtig krass ernst. Und das wird gerade auch im Anime sehr auf die Schippe genommen. Was zwar unterhaltsam ist und ich auch lustig finde, teilweise, aber vielleicht zu gewissen Endgame-Situationen nicht mehr so passen könnte, weil man dann ja den gewissen Tonfall verfehlt, weil man die gewisse Tonlage nicht mehr eindeutig setzen kann. Das ist etwas, was ich sehe als Kritik und wo man auf jeden Fall anderer Meinung sein kann, was Gear 5 betrifft, dass man das halt eben nicht mehr so krass feiert. Auch wenn es zu Ruffy und zu One Piece vom Unterhaltungsfaktor her, vom Goofy-mäßigen her, passen würde, rein Character-wise. Ich enjoy die Fights aktuell nicht so sehr. Das interessiert mich ehrlich gesagt nicht so sehr. Mich interessieren mehr die story-relevanten Enthüllungen und die Geheimnisse, die aufgedeckt werden. Und dass wir Progress machen und nicht, dass hier, weiß ich nicht, fünf Kapitel gegen die fünf Weisen, die Charaktere stehen und die ganze Zeit defenden, so. Und es passiert nicht großartig was. Also, das ist eher so ein Stillstand, wodurch ich dann auch sage, Egghead könnte man eigentlich viel kürzer fassen, wenn du es nur auf den Story-Aspekt runterbrichst. Das sind so Kleinigkeiten, die mir an Egghead vielleicht nicht so sehr gefallen, aber overall würde ich sagen, sind die positiven Aspekte weitaus denen überlegen. Also dafür feiere ich Egghead dann doch viel zu sehr. Ich sag euch ganz ehrlich, die fünf Weisen sind's nicht. Also man kann ja von den Transformationen einerseits halten, was man möchte, ob die jetzt cool sind oder nicht. Ich finde, die sind, ja, wie ich gerade schon meinte, das Äquivalent zu Gear 5, die sehen halt goofy ass aus so ein bisschen. Ich kann die nicht so richtig ernst nehmen. Ich will hier aber gar nicht auf das Optische runtergehen, sondern eher auf den Charakter oder auf das Motiv oder auf den Impact. So, wir sehen hier Sanji geht zum Beispiel gegen einen von denen rein. Oder später auch Bonnie. Ich finde, bevor sie relevant waren, haben sie viel krasser was ausgestrahlt als jetzt, wo sie relevant sind. Ich finde, man geht nicht in den Charakter rein. Die haben keine Tiefe. Die haben kein gutes Writing. Es ist einfach nur, sie sind böse, weil sie böse sind. Charakterlich unterscheiden die 50 nicht voneinander. Das ist alles die gleiche Person. Meiner Ansicht nach. Vielleicht geht man noch ins Detail, aber ich glaube, das wird man nicht machen. Ich würde es wirklich sehr schade finden, wenn die Strohhüte hier von Egghead fliehen und dem Kampf so ein bisschen entgehen. Ich weiß nicht, ob sie die fünf Weisen hier besiegen. Stelle ich mir auch die Frage, warum hat Oda sich dazu entschieden, alle fünf Weisen auf Egghead zu holen und nicht erstmal nur Saturn abzuhandeln? Will er vielleicht doch ein bisschen rushen und zum Ende kommen? Generell dadurch, dass sich die fünf Weisen, die Gorosei, charakterlich nicht wirklich voneinander unterscheiden, habe ich auch nicht den Eindruck, dass sie besonders spektakulär wären oder besonders individuell, aussagekräftig, impactful, wie auch immer. Deswegen denke ich, kann man die gut
abhandeln. Im Endeffekt geben die mir nichts und das ist vielleicht auch ein Aspekt, warum ich nicht schon früher ein Update zu One Piece gebracht habe, weil ich diese Kämpfe nicht wirklich sehen möchte. Das sind dann eher vielleicht Sachen, die ich animationstechnisch im Anime mir dann anschaue. Aber ja, mit der neuen Nachricht, mit Vegapunks Nachricht an die Welt, dass die Welt untergehen wird, das Wasser immer weiter steigen wird, die Welt im Ozean versinken wird, haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Progress und das könnte interessant werden. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich würde sagen, dass ich One Piece Kapitel aus einer etwas anderen Perspektive betrachte, als der Mainstream oder der Rest das tut. Dementsprechend gibt es hier immer andere Sichtweisen zu den Chaptern. Ich habe nicht so viele Wünsche an Egghead. Ich würde mir wünschen, dass man sich manchmal an Dingen nicht so lange aufhält, dass der Arc etwas kürzer wäre oder langsam auch zum Endpunkt kommen könnte, dass wir rübergehen zum nächsten Arc. Ich würde mir wünschen, dass Ruffy die Gorosei auseinandernimmt, dafür, was sie der Welt schon angetan haben, dafür, was Kuma angetan wurde, dass für Vergeltung gesorgt wird. In dem Aspekt, wie eben im Rahmen von Ruffys Intention das auf die Beine gestellt werden kann. Da sollte man sich diesen Problemen stellen, wenn man etwas in der Welt bewegen möchte. Und nicht einfach von Insel zu Insel ziehen und abhauen. So, das ist auch ein bisschen als der Titel schlechthin, als Kaiser, als Gear 5 und so weiter, als Sonnengott Nika, könnte man das schon was machen. Und wie gesagt, ich sag ganz ehrlich, auch wenn kräftetechnisch das vielleicht überpositioniert ist, also die Gorosei über Gear 5 stehen sollten oder wie auch immer, durch die Toon Force, durch die nicht vorhandene Ernsthaftigkeit, die Gear 5 mit sich bringt, halte ich es locker für möglich, dass Ruffy sich etwas aus dem Ärmel zaubern kann, dass irgendetwas getriggert wird, irgendeine neue Technik auf einmal kommt oder was weiß ich, womit er die auf einmal alle fertig macht. Halte ich für möglich. Kann man machen, finde ich nicht abwegig. Die Frage, die man sich stellen sollte, ist, wieso bringt man alle 5 Gorosei auf diese Insel, wenn am Anfang nur Saturn da war? Will man rushen? Will man die Gorosei zu einem Ende bringen? Meiner Ansicht nach sieht es danach aus. Ich glaube, die Gorosei werden hier alle ihr Ende finden. Oder vielleicht, wenn sie zurückkehren zu Imsama, dass der die dann alle auseinander nimmt oder die, je nachdem. Egghead ist meiner Meinung nach der beste und interessanteste Arc von One Piece, hat aber sicherlich auch seine Schwachpunkte. Die Gorosei sind scheiße. Ich sag's so, wie es ist. Ich finde, die haben keinen Charakter, die Formen sehen scheiße aus. Ich mag die nicht, was man ja logischerweise auch nicht tun soll. Rechnet mal vielleicht in einem Monat oder so wieder mit einem neuen Update. Ich warte wieder so ein paar Chapter, außer, wie gesagt, das nächste Kapitel ist ein Überbanger storytechnisch. Das wär's, ich wünsche euch was, lasst gerne einen Daumen nach oben da für den Support und schreibt mir alles weitere unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, haut rein, ciao!